Hallo liebe Zuschauer, hier ist Manni Beugmann und ich begrüße Sie heute aus der Imtec Arena. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart. Was ist das für ein tolles Stadion? Was ist das für eine super Atmosphäre? Da kann ich mich richtig begeistern. Ja, herrlich, Manni. Das macht Spaß, hier dabei zu sein. Und dann haben wir auch noch Logenplätze hier am Kommentatorenplatz. Die Imtec Arena ist nicht nur Heimstatt des Erstligisten Hamburger SV, sondern sie ist sicherlich auch das Bundesliga-Stadion, das am häufigsten den Namen gewechselt hat. Ja, zwischendurch kommt man da nicht mehr ganz mit und gerade die Traditionalisten beim HSV sprechen meist einfach nur noch von der HSV-Arena. Lüdger Falk wird die Partie heute pfeifen. Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Diekmeyer. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Marcel Jansen. Diekmeyer. Luis Holtby. Van der Vaart. Van der Vaart. Klasse reingegeben. Wird das was? Abseitsentscheidung korrekt. Christian Gentner. Jetzt gibt es mehrere Optionen auf der linken Seite. Van der Vaart. Luis Holtby. Und nun Martin Hanek. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Oh! Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Und jetzt verliert er den Ball. Ein Versuch der Balleroberung. Und nun Martin Hanek. Schwab. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Und nun Martin Hanek. Schwab. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ja,
Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. So sieht das der Trainer gern. Marcel Janssen. Van der Vaart. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Sehr gute Flanke. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Es ist wenig passiert in diesen ersten 45 Minuten. Das ist immer schlecht für ein Fußballspiel. Ja, weil es einfach langweilig ist, Manni. Also die Torhüter, die können Käffchen trinken, die können sonst was machen, aber die müssen nicht eingreifen. Was für ein Gegurke in den ersten 45 Minuten. Und jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Ja, und viel zu vorsichtig war das vor allem Manni in der ersten Hälfte. Also jetzt müssen die mal ein bisschen was riskieren. Ja, und den hält er auch noch fest. Diekmeier. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und nun Martin Hanek. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Er schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Die wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Marcel Janssen. Hans, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Dass man nicht gefährlich wird. Das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Beide Rangelei um den Ball. Das Spiel ist unterbrochen. Es war Hand. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Luis Holtby. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Martin Hanek. Ja, da kommt was auf uns zu. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß. Janssen. Und nun Christian Gentner.
bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und nun Martin Hanik. Und Achtung, genau hingeschaut. So, da bin ich mir sicher, gibt es ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Und der Schiedsrichter gibt... Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Und nun Christian Gentner. Und nun Martin Hanik. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und nun Christian Gentner. Sauber geklärt. Ja, das wird gefährlich werden. Sofort abgezogen und... Ja, da hat er auf Freistoß entschieden, sofort, ohne zu überlegen. Ein richtig guter Freistoß, aber es fehlte das Entscheidende, das Tor. Das fällt hier eben nicht. Erst sah es so aus, als ob dieser Freistoß passen könnte. Ein bisschen zu hoch angesetzt war er dann doch. Nicht ganz, aber guter Versuch. Jetzt pfeift der Schiedsrichter nach 90 Minuten ab. Es steht unentschieden.